Auf geht's! Mit dieser zuckersüßen Aufforderung in Gebäckform will die Bäckerei und Konditorei Kornprobst nicht nur die Leistungen von Yogis Jungs in Russland in die Höhe treiben, sondern sicher auch den Umsatz im heimischen Hilgertshausen. Fußballbegeistert ist man im Familienunternehmen, das seit 1746 besteht und als eine der meist ausgezeichneten Bäckereien Bayerns gilt. Ganz klar, dass da zur Weltmeisterschaft Besonderes aufgefahren wird, so Inhaber und Geschäftsführer Georg Kornprobst. In der Konditorei gibt es zur Fußball-WM Fruchtzungen mit Schwarz-Rot-Gold-Füllung. Diese besteht aus Mango, Kirschen und Heidelbeeren. Außerdem gibt es eine Sahneschnitte, die im Anschnitt an die deutschen Farben erinnert. Das besteht aus einem Schokoboden, aus Erdbeersahne und aus Joghurtsahne und wurde dann verziert mit den deutschen Fahnen. Nach den eher mäßigen Partien gegen Mexiko und Schweden dürfte das Gebäck den fußballverrückten Kunden die bange Zeit vor und während des Spiels versüßen. Aber auch wer es lieber herzhaft mag, kommt bei den Kornprobsts auf seine Kosten. Denn selbst das Brot nimmt in WM-Zeiten Fußballformen an. Die Namen der angebotenen Waren lassen keinen Zweifel, dass es nur noch um das Eckige und das Runde geht. So gibt es etwa die Viererkette und den Lattenkracher. Die fußballbegeisterten Bäckerinnen und Bäcker inklusive Junior Max geben dann noch einen Tipp fürs Spiel am Mittwochnachmittag Deutschland gegen Südkorea ab. Mein Tipp für Südkorea ist 2:1 für Deutschland. Mein Tipp ist ganz klar für Deutschland 3:1. Ich glaube 5:1 und ich glaube auch, dass Thomas Müller 3 Tore schießt.